liebe Gäste, liebe Freunde, ich freue mich und ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich zur Vernissage der Gemeinschaftsausstellung Nikola Estis und Lydia Shugina erschienen sind. Lieber Nikola Estis, ich danke Ihnen, dass wir nicht nur Ihre Werke zu sehen bekommen, sondern auch die Werke aus dem Nachlass Ihrer Frau Lydia Shugina, die Sie der Galerie zu Ausstellungszwecken zur Verfügung gestellt haben. Die Galerie Kavisamba ist schon seit Jahren ein etablierter Kulturstandort in der Hasseldorfer Marsch. Im Fokus der Galerie stehen Ideen, Konzepte und Chancen verschiedenster Kunstschaffender und ihren inspirierenden Künsten. Was mit unvermindertem Engagement und Leidenschaft erschaffen und gelebt wurde, findet nun seine Fortsetzung. Ich habe Sibylle Heilberg, Autorin und Vorsitzende des Fördervereins Landwurstreich Pinneberg e.V. eingeladen. Sie wird die Laudatio für Nikola Estis und Lydia Shugina heute halten. Danke. Nikola Estis hat seine Ausstellung Jenseits des Worts genannt. Er ist ein Maler, der keiner bestimmten Künstlergruppe und keiner bestimmten Stilrichtung zugeordnet werden kann. Seit weit mehr als einem halben Jahrhundert, 1958, schloss er erfolgreich sein Studium an der Moskauer Hochschule für Kunstgrafik ab, arbeitet er als freier Künstler, als Avantgardist, als Individualist. Er wählte damals in der UdSSR einen schwierigen und steinigen Weg, denn ein Maler, der nicht beruflich erfasst war und in seinen Arbeiten nicht den Arbeiter- und Bauernstaat auf möglichst monumentale Weise glorifizierte, lebte nahezu mittellos, verdächtig und sogar gefährlich. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion emigrierte Nikola Estis im Jahre 1996 mit seiner Familie nach Deutschland, wo er sich endlich frei in Pinneberg bei Hamburg niederließ. Dort lebt und arbeitet er noch heute. 1996 emigrierte Lydia Shugina mit ihrem Mann und ihrem Sohn nach Deutschland, wo sie zunächst 2 Jahre lang Atelierstipendiatin der Landrostei Pinneberg war. 1999 gründete sie die Kunstetage des Jugendzentrums in Rellingen, wo sie neben ihrer freien künstlerischen Arbeit als Kunsterzieherin tätig war. Also Moskau, die 70er Jahre. Ich gab ein Atelier im Zentrum in Moskau und alte. Das ist so. Das kannst du selber schaffen, Nikolai. Das, ich mache selbst Kompliment. Das war ein sehr altes Haus im Zentrum von Moskau, da wo Nikolai sein Atelier hatte. Но это было под крышей. Das war also im Dachgeschoss, ganz, ganz oben. И не было совсем стен. Und es gab kaum also Wände, weil alles war also waren gewölbt. So. Also gewölbte Dach und dann also gewölbte Fenster und nur ein paar so gerade Flecken. Alles andere war irgendwie entweder schräg oder gerundet. Ну, в это время был среди Москве, и не только в Москве, был большой интерес к художникам неофициальным. Und gerade zu dieser Zeit, in den 70er Jahren, war großes Interesse an Künstler, die ihre eigene Wege gingen in der Kunst. 60-70er. Ja, das waren die 60er und 70er Jahre. И побывать в мастерской художника, которого не очень выставляют, который не принадлежит к социалистическому реализму. Ja, und also, было большое, Künstler, die zu diesem sozialistischen Realismus nicht gehörten und deshalb auch also kaum Möglichkeiten haben, ihre Bilder zu zeigen, also in der Öffentlichkeit,
für Sie, an Sie war also großes Interesse und es war fast eine große Ehre, also einen Künstler zu besuchen und bei ihm dann so live seine Bilder zu sehen. Это было примерно так, как прочитать запрещенную.